Hallo liebe Freunde, heute erzähle ich ein bisschen über mein Werk Reflections. Als ich das Stück geschrieben habe, wollte ich an die Grenzen von Möglichen gehen, was der Umfang von Griffe angeht. Also da sind sehr viele breite Griffe dabei und da habe ich teilweise wirklich ausgetestet, gesessen und getestet, okay, wie schaffe ich, kann ich das noch trainieren oder ist das noch zu viel? Das ist ganz klar am Anfang zum Beispiel zu sehen, wo kommt die erste Thema nach der Einleitung mit hoher Position und auch in tiefer Position habe ich mich auch ganz lange gequält, bis ich so die Griffe gefunden habe, die zur Musik sehr gut passen und die trotzdem noch greifbar sind. Die mittlere Teil, der ruhige Teil ist inspiriert worden von Flageolets, also die natürliche Resonanz von Instrument und von Klaviermusik. Diese großen Sprünge, diese großen Intervalle, ich habe das auch probiert, so viel wie möglich einzusetzen und die Schwierigkeit da ist, das wirklich leicht hinzukriegen, dass es sich nicht nach einer sehr schweren Stelle anfühlt, sondern wirklich verträumt und schön klingt und ganz leicht wirkt, als ob das nur so eine Wolke ist. Was das Ende angeht, die letzte schnelle und laute Teil, da habe ich viel experimentiert mit Möglichkeit von Oktavgriffen oben. Was kann man noch dazu nehmen in untere Stimme? Also die Oktave am Cello greift man mit Daumen am dritten Finger. Und was man mit ersten und zweiten noch dazu machen kann, auf der dritten Seite, das war halt die Herausforderung und ist immer noch diese Stelle zu spielen, weil zu diesem Moment, nach ungefähr 2 Minuten 50 von sehr schweren Griffen und Tempo, schnelle Tempo, ist das ziemlich schwierig noch hinzukriegen. Und an dieser Stelle, am Ende von Schnelle Teil, da denke ich wirklich an eine Ausdauersportart wie ein Marathon oder eine ganz harte Training für die linke Hand. Die letzte langsame Stelle mit vielen Flageolets und Resonanzen ist dann ein bisschen Erholung für die linke Hand und da kommt schon die rechte zu Hilfe, weil da versuche ich, den ganzen Klang, was möglich ist, aus dem Instrument zu holen. Und das ganz allerletzte Effekt, im allerletzten Ton, wo man sieht, wie ich den Finger bloß ganz leicht auflege auf vierte Seite und da ändert sich dieser Klang. Das funktioniert tatsächlich an jedem Cello so, dass man ohne etwas extra zu machen, den Klang ändern kann, dadurch, dass man die Schwingung von Nachbarnseiten dämpft. Das fand ich auch als interessanter Effekt. Habe ich irgendwie gefunden und dachte, ja, wo konnte man das einsetzen? Das müsste wirklich so ganz in leise Stelle kommen, weil der Effekt ist schon hörbar, aber schon sehr leise. Und deswegen in diesem Werk habe ich mich sehr gefreut auf die Möglichkeit, den endlich einsetzen zu können. Natürlich, wie man denken kann, es ist inspiriert, dieses Strichart, der durchgehend ist in schnellen Teilen, von Piatti Caprice Nummer 6. Ich habe den sehr viel geübt, dieses Caprice, der war Pflicht in meiner Meisterprüfung und ist auch Pflicht für viele Wettbewerbe. Und dann dachte ich, okay, und wie kann man das noch schwerer machen? Mit diesem Gedanken habe ich angefangen, diese Griffe zu suchen, und aus Übungen ist diese Komposition schließlich entstanden. Ich wünsche euch viel Freude und wenn ihr das tatsächlich spielt, könnt ihr bei jeder Frage mich immer kontaktieren. Viel Spaß!